Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute geht es um die Platin Trophy und die schwierigsten Trophäen in Skull and Bones. Und ich hatte das schon ein paar Mal gemacht für verschiedene Spiele. Immer wenn ich den Platin geholt habe in einem Game, was ich im Stream mit euch durchgespielt habe, habe ich anschließend über die Platin gesprochen, was also die schwierigsten und kniffligsten Trophäen waren und vor allen Dingen, wie ich das Ganze geschafft habe. Bei Skull and Bones gibt es ungefähr, ich würde sagen, drei oder vier Trophäen, die etwas komplizierter sind. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten an, die weder kompliziert ist noch schwer, aber sehr, sehr lange dauert. Und das sind die 10.000 Jute. 10.000 Jute muss man einmal komplett sammeln, um die Trophäe zu bekommen. Und das könnt ihr eigentlich ganz einfach machen, wenn ihr in St. Ann seid und auch schon relativ früh. Weil um St. Ann herum sind die meisten Vorkommen für Jute. Und um die 10.000 Jute zu sammeln, braucht ihr eigentlich nur Geduld und Zeit. Da gibt es keinen großen Trick. Wenn ihr hier schaut, habt ihr hier überall Jute und hier in dem Gang auch noch. Wenn ihr noch wissen wollt, wo es überall überhaupt irgendwelche Sachen gibt, könnt ihr hier im Wissenskodex nachschlagen, dort runtergehen auf Rohmaterialien und dann auf Jute und das verfolgen. Und wenn ihr dann zurückgeht auf die Karte, dann wird euch angezeigt, wo es überall Jute gibt. Und wie ihr es schon seht, das meiste gibt es wirklich hier einfach um St. Ann herum. Deswegen würde ich euch vorschlagen, einfach hier immer mal wieder zu schauen zwischendurch und die Jute immer einzusammeln. Dann gibt es eine Mission, wo ihr auf der Dhow mit dem Speer Schiffe versenken sollt. Und das würde ich auch ganz doll in der Nähe von St. Ann machen. Mit dem letzten Patch 1.3 wurden neue Schiffe hinzugefügt um St. Ann herum, die Akazienholz mit sich führen. Die könnt ihr natürlich einmal versenken. Ansonsten könnt ihr auch euch hier aufhalten und dort vielleicht sowas wie eine Plünderung hier starten. Dann kommen nämlich einzelne Schiffe zu euch gefahren, die Level 1 und Level 2 sind. Das solltet ihr auf jeden Fall mit dem höchsten Speer schaffen. Und ganz wichtig, nehmt natürlich immer die kleinen Medikits mit, um eure Dau wieder zu heilen. Aber auch wenn ihr untergeht, ist das nicht so schlimm, weil bei der Trophäe müsst ihr nicht alles an einem Stück machen, sondern könnt euch da ruhig Zeit lassen. Wenn wir schon mal bei der Dau sind, da gibt es noch eine Trophäe, die sehr meiner Meinung nach kompliziert ist, weil das nicht so ganz einleuchtend ist. Und das ist die sieben einzelnen Gegner von der Welt zu looten oder umzubringen oder zu bekämpfen. Und im Prinzip, wenn man jetzt sich so das anguckt, sieht man hier sind Krokodile, es gibt Haie und es gibt Nilpferde. Wo sind sie? Nilpferde, Flusspferde. Und da würde man erstmal auf drei kommen. Aber es ist so, dass es sowohl von dem Krokodil als auch von dem Hai gibt es zwei. Es gibt einmal das Nilkrokodil und es gibt hier hinten das Salzwasserkrokodil. Das findet ihr zum Beispiel hier. Das müsst ihr jeweils einmal killen. Dann gibt es hier einmal den Hammerhai. Wo ist er denn? Hai? Hier. Und einmal den weißen Hai. Weißer Hai findet ihr einmal und es gibt auch Hammerhai. Ich glaube, Hammerhai ist wieder Indien. Und der Weiße Hai, genau hier ist Hammerhai. Und Weiße Hai ist eher so Rote Insel und Afrika. Und dann gibt es noch das Flusspferd. Einmal das normale Flusspferd und einmal das Alpha-Flusspferd. Das heißt, ihr müsst einmal hier hingehen in Rote Insel, hier einmal das Alpha-Flusspferd besiegen und das normale Flusspferd. Das findet ihr zum Beispiel hier in Afrika überall. Hier ein normales Flusspferd. Und es gibt noch eine Alpha-Version vom Krokodil, das findet ihr hier, wildes Krokodil. Das heißt, wenn ihr schon mal ein paar abschließen wollt, könnt ihr hier von Verona Fälle hier einen Hammerhai mitnehmen, hier durch, einmal ein Nilkrokodil mitnehmen, das Salzwasser, das wilde Krokodil, das Alpha-Flusspferd und so kriegt ihr alle sieben. Bedeutet zwei Pferde, vier Krokodile und zwei Haie. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr die Trophäe. Dann gibt es noch eine Trophäe, die versteckt ist. Dort müsst ihr in den Vollmond schauen. Und da habe ich auch lange gebraucht, bis ich die bekommen habe, weil nicht jede Nacht Vollmond ist. Und das ist wirklich random. Ihr habt teilweise auf dem Server öfters mal Vollmond, habe ich das Gefühl. Andererseits müsst ihr auch voll lange mal warten. Wenn der Rot komplett voll ist oder rot ist, dann ist das Vollmond. Und ihr müsst so wie ich jetzt hier gerade einfach an Land in den Mond gucken. Probiert einfach jede Nacht einmal den Mond zu gucken an Land und irgendwann kriegt ihr dann auch die Trophäe automatisch. Und als allerletzte Trophäe, ich glaube, das ist mit die verzwickteste, weil die manchmal nicht so ganz eindeutig zu erklären, zu sehen ist. Und zwar sollt ihr ja alle
alle Orte von Niederländisch-Indien besuchen. Und diese Orte bedeutet nicht hier an Land gehen oder irgendwelche Siedlungen, sondern dieses schwarz umkreiste Feld. Und dort gibt es 28 oder 26 Stück von. Dann habt ihr hier einmal mehr von Berug, hier habt ihr einmal mehr von Harimau, dann habt ihr Pemburu-Insel, habt ihr das hier. Und überall habt ihr diese kleinen schwarzen Felder. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme. Und ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn euch jetzt nur noch eins fehlt. Da gibt es eigentlich nur eins, was da in Frage kommt. Ansonsten müsst ihr halt wirklich alle einmal nochmal abfahren. Mir hat am Ende eins gefehlt, weil ich auch in der Beta schon hier einiges freigespielt habe. Und das war hier ganz oben. Hier ganz oben gibt es einen ganz kleinen Fleck, dieses hier. Und dort seht ihr schon, da ist man nur, wenn man hier außenrum einmal entlang fährt an der Insel, wo eigentlich nichts ist. Das heißt, wenn ihr immer hier schräg runter seid, dann habt ihr das im Zweifel vielleicht nie freigeschaltet. Das war der Fleckchen, das Fleckchen, was mir gefehlt hat. Also solltet ihr da auf jeden Fall einmal nachschauen, ob das hier vielleicht das Feld ist, was euch noch fehlt. Ja, und dann ganz zum Schluss, als der Chat endlich wieder aktiviert wurde, konnte ich mir endlich die Trophäe holen und hier im Chat Ahoi schreiben und mir dann endlich die Platin holen. Ich hoffe, das Ganze hilft euch ein wenig, um auch die Platin freizuschalten. Alle anderen Trophäen sind eigentlich relativ simpel und einfach zu machen. Also mit der Dao gegen einen Turm Schaden zu machen zum Beispiel. Das könnt ihr einfach auch hier machen, während ihr die Schiffe Schaden zufügt. Ich glaube, ihr müsst 100 Mal ein Schiff angreifen, nicht versenken. Und dann könnt ihr auch direkt mal den Wachturm angreifen. Mit dem höchsten Speer müsst ihr den, glaube ich, 57, 1, 5, 4 Mal angreifen, dann habt ihr das schon. Und ja, die ganzen anderen Trophäen solltet ihr eigentlich im normalen Spieldurchlauf einmal bekommen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich würde mich wie immer natürlich über ein Follow und Like freuen. Nicht vergessen, diesen Dienstag kommt Rode Mangoden, das Pendant zum normalen Mangoden-Geisterschiff ins Spiel. Wahrscheinlich auch wieder mit einem Kopfgeld. Also dort auf jeden Fall aufpassen mit den Kopfgeldern. Wir haben ja jetzt aktuell noch das Zamaribo. Wenn ihr also da dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall Dienstag mal den Stream ab. Da werden wir wieder mit der Community den ganzen Abend und den ganzen Tag Rode Mangoden machen und dann auch die Woche. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Season 1 wurde um eine Woche verlängert. Bedeutet, wir haben dann noch eine Woche länger Zeit, um die Sachen hier zu farmen. Also macht euch da erstmal keinen Stress. Solltet ihr den Skin oder die Items hier von Rode Mangoden braucht, nicht sofort bekommen. Ihr habt da auf jeden Fall noch Zeit, um auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate Rode Mangoden zu farmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!